Ja, da sind wir ja wieder mitten des Monats, sage ich jetzt mal, angekommen. Ja, und unschwer jetzt rechts von mir sehen kann, habe ich mit Verspätung meine Lutsches bekommen, beziehungsweise meine Lutsches Plus bekommen. Und ich wollte euch gerne mal zeigen, vorhin hier es nass war. Ja. Ich habe vorher schon mal geguckt, ob irgendwas beschädigt ist. Ich habe es jetzt wieder zugemacht. Ja, wir schauen einfach mal rein, was in der Kiste heute drin ist, beziehungsweise was die Kiste uns heute bringt. So, dann machen wir sie mal einfach mal auf. Nicht, Puppi? Sissi? Ja, mein Schnuckichen, ne? Ja, Schnucki, Sissi. Schnucki, Puppi. Ja, meine Sissi. Wie in jedem Monat halt drin ist, ist halt ein T-Shirt mit dabei. Wir schauen uns doch das gerne mal an. Und so. Sissi, schauen uns das mal an. Und zwar, ich muss mal das mal reinziehen. Alles klar, The Witcher ist hier, wie soll ich sagen, auf dem T-Shirt zu sehen. Warte, ich muss ein bisschen so machen. So, The Witcher ist zu sehen. Meiner Größe, ich nehme mal die größte, weil es das geilste ist, einfach, weißt du. Ja, The Witcher ist schon geil. Also aus meiner Sicht jetzt schon ein geiles T-Shirt, Sissi. So, kurz zusammenlegen. T-Shirt ist immer mit dabei, wenn man die Lutscher-Set bestellt. Finde ich aus meiner Sicht her immer schon geil, dass man, wie das T-Shirt hier, was ich anhab, mit Unicorn, ne, mit Deadpool, ne, wie man uns erkennen kann, das ist auch aus der Lutscher-Set. Und ich freue mich einfach weiter, jetzt euch was die nächsten Dinge vorzustellen. Alles klar. Von Marvel eine Figur. Ich bin mir nicht sicher, wer das ist, bin ich auch ehrlich. Marvel kenne ich mich nicht so aus. Aber es sieht so aus, als würde das der Ant-Man sein. Aus Marvel jetzt. Und das könnte. Also Ant-Man an sich ist schon geil. Also, macht Spaß. Ich habe auch den Film dazu geguckt, was Ant-Man betrifft. Und ja, wie man uns erkennen kann, sind hier noch ein paar Motive an den Seiten drauf von den Marvel-Helden. Oder halt Marvel-Schurken in dem Fall. Und ja. Dann machen wir erstmal weiter. Das ist schon drin, das ist schon gut. Ein Rick und Morty. Ein Morty, sag schon, Plüschtier. Ja. Ein Morty Plüschtier. Kann sich ja jemand melden, wenn jemand den haben möchte. Ich bin nicht so der Rick und Morty Fan. Wie gesagt. Ich freue mich immer, irgendwas hier weitergeben zu können. Nicht wahr? Jo! Ich bin nicht so mit. Was ist das hier hinten eigentlich, ey? Hä? Hier ist so ein. Macht irgendwelche Geräusche los? Da muss ich lachen. Ein Zombie-Morty jedenfalls ist das Plüschtier. Interessant, mit einer kleinen Jacke, geile Kacke. Ja. Machen wir mit dem nächsten weiter. Und zwar mit einem. Wie nennt man die Dinger hier? Keine Ahnung. Komme ich nicht drauf. Von Pac-Man, die Viecher, die einfach folgen und essen wollen. Ja, Mann. Aber wie nennt man das Ding jetzt hier noch weiter? Innermal Pin Badge. Ist glaube ich hier. Weiß ich nicht. Kann ich nicht beantworten. Achso, hier siehst du mal. Achso, geht nicht raus oder was? Hä? Was ist. Hä? Okay. Okay, warte mal.
Okay, das geht auch nicht. Ja, warte mal. So, muss man kaputt machen oder was? Ist wahrscheinlich, nee. Wie auch immer. Jedenfalls von Pac-Man mal wieder was Gutes dabei, wo ich mir dann so sage, boah, scheiße, jetzt warst du sogar noch weg. Die Viecher, die einen hinterherkommen und ihn essen wollen bei Pac-Man halt. Oh, nicht schlecht. Gibt es in 4 verschiedenen Farben. Einmal blau, rot, hab ich halt. Orange und schwarz gibt es. Bringen wir das zu den Sachen, die wir bereits uns angeschaut haben. Und schauen mal, was noch uns erwartet. Alles klar. Illuminations. What the fuck, was ist das denn, Alter? Okay. Eine Dose mit einem Minion drauf. Orange halt mit einem Minion. Geil. 250 Milliliter. Aus Tschechische Republik. Ist das Ding sogar hier. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Tschechien. Aus Tschechien kommt das Ding hier. Coole Sache, wenn ich sie ehrlich sagen. Ja, mit einem Minion oben drauf und geil. Quali ist auch nicht schlecht, bestimmt. Werde ich mir vielleicht nachher mal gönnen, denke ich. Und wir werden einfach mal ins nächste reinschauen. Und zwar ist das, was ist das? Schnellstartregeln für Cthulhu, glaube ich. Heißt es richtig ausgesprochen? Cthulhu ist doch hier, glaube ich, dieses Brettspiel oder sowas, ne? Oder sowas ähnliches, keine Ahnung. Ist klar, jetzt kommt gleich irgendwie Hate oder so. Ich habe keine Ahnung, Mann. Hier ist ein Heft. Cthulhu, Schnellstartregeln. Und warte mal, ich muss es irgendwie anders machen, so. Ja, also man hat ja halt Buch, was ein... Na, mit dem Würfel halt, das weiß ich. Das weiß ich halt zum Teil hier mit dem hier. Ja. Also dann ein, wie gesagt, ein Heftchen von Cthulhu mit Schnellstartregeln. Mit dem ich am wenigsten anfangen kann, jetzt gerade von der Kiste her. Und wie in jeder Kiste meistens drin ist, ist halt eine Postkarte drin, die ist meistens jetzt kostenlos drin. Und zwar diese hier. Wo Sonic, Zelda, Pac-Man, Bomberman, Super Mario und Mega Man drauf ist. Alle Namen mit dem entsprechenden Retro, ne? Retro-Gamer, wenn ich dran denke, dass ich auch Mega Man auf meinem Kanal mal angezockt habe. Für mich ist das gar nicht mal so ein schlechtes Spiel gewesen. Ich weiß noch nicht, ob ich es weitermache. Könnt ihr ja gerne mal auf dem Kanal unten mal reinschauen von mir, beim Buddy Bulldozer. Und euch mal die ganzen anderen Videos von mir reinziehen. Und wenn euch das bis hierhin schon mal gefallen hat, lasst einfach mal einen Kommentar oder ein Like da. Oder ein Abo würde mir am meisten helfen, denke ich. Und irgendwo fängt man immer klein an, ne? Man hofft einfach nur, das Beste draus zu machen. Und wir schauen uns jetzt nochmal das an. Und zwar kommt jetzt noch ganz zum Schluss das Loot-Heft in dem Fall. Mit meistens einem, genau, von der vorigen halt Loot-Chest her irgendwo mal. Genau, jetzt haben sie schon wieder eine neue Aufmachung gemacht, siehst du? Ich habe das T-Shirt an. Warte mal. So. Ich habe das T-Shirt an und Unicorn, Digga. Geil. Das ist schon geil gemacht hier. Ich möchte schon ehrlich sagen, wie es ist. So. Dann gucken wir uns doch mal. Warte mal. Das T-Shirt war 20 Euro. Und zwar ist das von Switcher Wildheit natürlich, ist klar. Die Avengers, die Figur, ist auch 20 Euro, gibt es verschiedene Varianten.
Dann, was die Packmans betrifft, gibt es auch verschiedene Varianten, also vier verschiedene, kostet 8. Dann das Cthulhu Schnellstarter-Heftchen, das kostet gar nichts, das ist gratis. Ja. Und warte, wo haben wir das letzte? Genau, die Postkarte und der Trink sind kostenlos. Nicht immer, aber meistens. Und es war die März, ist genau März 2022, das ist die Chest. Und der Luchess Plus Artikel ist diesmal eine Funko Pop Plüsch Rick and Morty Figur. In dem Fall derjenige da hinten. Wie gesagt, ich weiß jetzt noch nicht, ob ich mir die Pokémon Ultimate Luchess hole. Das weiß ich jetzt noch nicht. Super Mario World. Super Mario World, Entschuldigung. Super Mario World wird geholt. Die nächste Super Ultimate Loot Chest, man kriegt ja hier auch dementsprechend große andere Loot Chesten, wie man uns schon kennen kann an den Quartalen. Die Super Mario World, die werde ich mir auf jeden Fall holen, die war relativ schnell voriges Jahr ausverkauft. Und diese werde ich euch hier mal in einem Video zeigen. Wenn euch das bis hierhin Spaß gemacht hat, zuzuschauen, würde ich mich gerne über euren Kommentar, über ein Like, über die nächsten Kommentare, über was euch so betrifft, so vielleicht freuen. Ich hoffe einfach, dass wir gemeinsam in einem Ziel vielleicht festhalten können und ihr vielleicht meinem Kanal besser kennenlernen könnt. Schaut doch gerne mal unten rein. Ich bin Buddy Bulldozer und das war die Loot Chest 2022 März.